Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter. Wild umstritten, die Medien, der ORF und die Öffentlichkeit in Österreich, das ist der Titel dieser Sendung. Es hat schon lange nicht mehr so heftige Auseinandersetzungen gegeben über Medien und Medienpolitik wie jetzt. Der Chef der Verlagsgruppe News, Horst Pinker, warnt vor einer schleichenden Urbanisierung, wenn die türkise Regierungspartei versucht, durch Inserate Einfluss zu nehmen auf die Berichterstattung der Printmedien. Im ORF steht im August die Wahl des ORF-Generaldirektors, bevor die Frage ist, ob Alexander Vrabec eine vierte Amtszeit bekommt, der Mann, der den ORF durch die Stürme der letzten Jahre geführt hat. Wir sprechen mit Top-Journalistinnen und Journalisten und einem international engagierten Experten über die Situation. Diese Sendung kommt aus der Redaktion der Wiener Wochenzeitung Falter. Wir sind alle online miteinander verbunden. Ich freue mich besonders, dass Armin Wolf mit dabei ist. Hallo. Hallo. Armin Wolf ist, wie nicht ganz unbekannt sein dürfte, Moderator der ZIP 2 im ORF. Und Full Disclosure, wir haben auch viele Jahre an unterschiedlichen Stellen im ORF zusammengearbeitet. Ich freue mich, dass von der Universität Innsbruck Leonhard Dobusch dabei ist. Guten Tag. Hallo. Leonhard Dobusch ist auch, wie man sieht, im Momentum-Institut in Wien aktiv. Er ist Wirtschaftswissenschaftler und Mitglied im Fernsehrat des deutschen ZDF. Ebenfalls mit dabei aus der Falter-Redaktion Barbara Todt. Hallo. Hallo. Barbara Todt leitet das Medienressort im Falter. Starke Medien, unabhängige Medien sind lebenswichtig für Demokratien, gerade in Zeiten der autoritären Versuchung. In Österreich hat es in der Zeit der türkis-blauen Koalition massive Angriffe gegeben gegen den ORF, vor allem von Seiten der Blauen. Jetzt unter türkis-grün gibt es diesen Alarmruf für die Printmedien, das versucht wird, die Berichterstattung zu beeinflussen. Armin Wolf, allgemein. Was ist geblieben von dieser Zeit der Angriffe unter der ÖVP-FPÖ-Regierung? Ist da etwas geblieben? Läuft es vielleicht nur subtiler und weniger öffentlich ab, dieser Druck? Naja, also was auf jeden Fall anders ist, und das ist natürlich für dort, wo ich arbeite, ganz entscheidend, ist, dass niemand mehr versucht, den ORF entweder abzuschaffen oder zu verstaatlichen, wie es die FPÖ in der Regierung versucht hat, durch die Abschaffung der Rundfunkgebühren. Das ist mal für uns im öffentlich-rechtlichen Rundfunk schon ein entscheidender Unterschied. Dass die ÖVP unter Sebastian Kurz eine Partei ist, die sehr viel Wert auf Öffentlichkeitsarbeit legt und das, sagen wir es mal freundlich, sehr, sehr professionell macht. Das ist keine Überraschung, das hat sich nicht verändert. Was sich verändert hat, ist, dass die Partei wahrscheinlich in den letzten Wochen und Monaten politisch mehr unter Druck ist, als sie, sagen wir mal, Anfang 18 oder 19 war und vielleicht auch ein bisschen nervöser ist über die öffentliche Berichterstattung. Es hat ja gestern der Finanzminister in der Zeit im Bild 2 dementiert, dass es diesen Storno oder diese Ankündigung gegeben hat, im Newsverlag keine Inserate mehr zu schalten, man werde weiterschalten. Jetzt nehme ich mal an, dass der Newsverlag das nicht erfunden hat, dass es da schon Irritationen gibt. Aber man muss schon auch dazu sagen, dass die Versuche von Regierungen und von Regierungsparteien und von Parteichefs und Bundeskanzlern Einfluss auf die Berichterstattung zu nehmen, nicht nur im ORF, jetzt auch nicht ganz neu sind. Also so ungeschickt war da zum Beispiel und so wenig umtriebig war da zum Beispiel Werner Faymann als SPÖ-Bundeskanzler auch nicht. Barbara Todt, dieser Alarmruf des Horst Pirker, sprechen wir mal kurz darüber. Wie typisch ist das für die Sorge in der Medienbranche? Der Horst Pirker ist ja nicht gerade ein linker Aktivist. Naja, also das Besondere an dem, was Horst Pirker jetzt öffentlich gemacht hat, ist, dass er es eben öffentlich gemacht hat. Also wir haben ja auch im Falter schon des Öfteren anonymisiert berichtet von diesem miesen Zusammenspiel oder dieser wechselseitigen Abhängigkeit zwischen quasi politischen Inseraten und gefälliger Berichterstattung, dass Medienleute versucht haben, quasi Politiker zu erpressen nach dem Motto, gibt es uns mehr Inserate, dann schreiben wir euch hoch, oder umgekehrt, dass Politiker sagen, wenn ihr jetzt nicht anders berichtet, dann wird es halt auch keine Inserate mehr geben. Also quasi diesen Konnex, das ist
leider allgemein bekannt, aber neu ist eben, dass Menschen wie ein Herr Pirker, der ja doch als Chef der Newsverlagsgruppe nicht irgendjemand ist, offen thematisiert. Und die Frage für mich ist jetzt, inwieweit auch andere Verlagschefs offen über solche Praktiken sprechen und ob das letztlich dann auch im Sinne des Korruptionsstaatsvolksbegehrens, das es jetzt ja gibt, ob es da auch quasi zu einer Änderung der Praxis kommt. Das wäre, finde ich, das wirklich Wichtige, dass wir einfach mal aufhören mit dieser sogenannten Inseratenkorruption. Darf ich da noch was ergänzen? Amen, was ja. Uns spannend ist, dass es eben Horst Birke ist, der von sich selber sagt, dass er der ÖVP lange nahe gestanden ist, der ganz lang Verlagschef der Styria Verlagsgruppe war, große Tageszeitungsgruppe in der Steiermark, die der katholischen Kirche gehört. Also durchaus ein bürgerlicher Verleger, der sehr, sehr drastische Worte da findet zur Medienpolitik dieser Regierung, die man sonst eigentlich nur von Armin Thurn her kennt. Und das ist ein bisschen ein Auseinandergehen offenbar zwischen Türkis, der türkisen Politik und klassisch bürgerlichen ÖVP-Bürgern und auch politisch engagierten Menschen, wie man das schon am Beispiel des Herrn Konrad gesehen hat, anderen gesehen hat, aber nicht von jemandem, der so aktiv noch im Zentrum der Medienpolitik steht, wie ein Herr Pirker. Herr Dobusch, jetzt, wir haben ja noch ein bisschen allgemeiner Blick. Bei Ende von Türkis Blau, da war das ein Befreiungsschlag, auch für die Medienwelt. Es ist diese Achse zerbrochen zwischen der Kronenzeitung und der FPÖ. Die Krone ist heute viel vielfältiger und offener, als das früher der Fall war. Man hat das Gefühl gehabt, es blüht irgendwie Vielfalt auf in der österreichischen Medienwelt, mehr als das zuvor der Fall war. Ist jetzt allgemein gesehen ein Versuch zu sehen, das wieder rückgängig zu machen durch erhöhten Druck, erhöhte Einflussnahme? Denn das, was hier jetzt von Pirker aufgezeigt wird, geht ja über etwas hinaus, wo man sagen kann, das hat es immer schon gegeben. Also ich kann das natürlich da eher nur von außen versuchen zu beurteilen. Und da würde ich sagen, ist das Spannende schon auch, wie Barbara Todt erwähnt hat, dass darüber gesprochen wird und dass eben jemand wie Pirker darüber spricht. Ich bin nur nicht sicher, ob er darüber spricht, weil es so viel brutaler geworden ist gerade, oder ob er darüber spricht, weil die Macht am Bröckeln ist. Also ist, da glaube ich, das kann ich von außen nicht beurteilen. Ja. Ist quasi die ÖVP so unter Druck, dass man das heute ansprechen kann, dass man es sich leisten kann, sich zu wehren? Ja, spricht man darüber, weil es sich nochmal verschärft hat, ja, was natürlich auch daran liegen könnte, dass man unter Druck ist. Also das kann man von außen, glaube ich, wirklich schwer sagen. Ich möchte aber schon vielleicht noch ergänzen, dass eben beidseitig ist, das hat ja auch Barbara Todt erwähnt. Ja. Es gibt ja einerseits Politikerinnen und Politiker, die über Inserate versprechen oder das Versagen von Inseraten Berichterstattung beeinflussen wollen. Aber es gibt auch das Gegenbeispiel, dass Medienmanager und Managerinnen, vor allem sind es Manager, quasi hier ganz offen, mehr oder weniger, aber in längeren Telefonaten, das sind zumindest die Erzählungen, die ich kenne, hier auch sagen, entweder es gibt Inserate oder die Berichterstattung fällt nicht wie erwünscht aus. Barbara Todt, für das Klima, das Medienklima in Österreich spielt der ORF eine ganz überragende Rolle. Denn wenn im ORF Journalistinnen und Journalisten harte Fragen stellen, dann schafft das auch eine Situation für andere Medien, schafft das Freiräume. Ich würde mal die These aufstellen, die Presse, die Kronenzeitung, das, was all das die österreichische Öffentlichkeit unterscheidet von einer ungarischen oder polnischen Öffentlichkeit, hängt ganz wesentlich zusammen mit unserem Freund Armin Wolf, der da sitzt, und auch vielen anderen im ORF. Wie groß wird das gespielt international in Österreich? Wie groß wird das gespielt, diese Rolle? Wird das empfunden, diese Rolle des ORF? Nicht nur für den ORF selbst, sondern für die Öffentlichkeit in Österreich. Ich glaube absolut. Also der ORF ist ein Leitmedium, nach außen hin, also quasi ins Publikum hinein, aber auch quasi in die Branche hinein. Und es wird sehr, sehr genau beobachtet, gerade jetzt vor der anstehenden Wahl des Generaldirektors, wie kritisch bleibt der ORF? Wie verändern sich vor allem die Nachrichtensendungen? Also wir kennen die Diskussionen, wie schaut es aus mit der ZIP-1, was macht die ZIP-2 anders? Wie investigativ arbeitet der Report? Also das
da wird sehr genau hingeschaut und das ist, finde ich, auch gut so, weil es eben ein Leitmedium ist für das Land. Und darüber hinaus ist für mich auch so der zweite Indikator ganz, ganz wichtig, die Austria Presseagentur. Die steht heute zwar nicht so zur Debatte, aber auch da, finde ich, ist es immer ganz, ganz wichtig und gut hinzuschauen, wie greift die gewisse Themen auf. Also insofern hat der ORF eine, vielleicht auch nach der Pandemie, wo uns bewusst geworden ist, mehr denn je, wie öffentlich-rechtlicher Rundfunk, welche Aufgabe der auch hat. Also nicht nur Bildungsauftrag, Informationsauftrag, sondern einfach, das ist quasi unser Sender, den wir alle mit unseren Beiträgen mitfinanzieren. Also insofern ist der ORF, glaube ich, auch im öffentlichen Bewusstsein gestärkt und wichtiger denn je, und das ist sehr gut so. Und wir haben ja auch gesehen in Ungarn oder in Polen, das Umpolen der Öffentlichkeit, der Medien allgemein, hat immer begonnen mit Angriffen auf den öffentlichen Rundfunk. Und damit ist die ganze Medienwelt dann gedreht worden. Armin Wolf, heute, wenn wir heute anschauen, oder auch pro futuro, was ist aus der Erfahrung des langjährigen Anchors der ZIP2 die wichtigste Barriere gegen gelenkte Berichterstattung im öffentlichen Rundfunk? Die wichtigste Barriere sind selbstbewusste Redaktionen, die sich nichts vorschreiben lassen. Und es ist ein ganz, ganz wichtig, ist ein organisatorischer innerer Pluralismus im ORF. Also der ORF ist ja tatsächlich ein gigantisch großes Medienunternehmen für österreichische Verhältnisse. Ich kenne jetzt auf die Schnelle kein anderes westeuropäisches Land, in dem der öffentlich-rechtliche Rundfunk eine derartige Rolle spielt, was die Reichweite betrifft. 30%, nicht? Das bitte? 30% ist ein großer Marktanteil. Sehr, sehr. Nein, ja, aber der Marktanteil ist gar nicht so sehr irgendwie das Entscheidende, sondern wie viele Menschen erreichen wir. Und wir erreichen im Laufe einer Woche mit Radio, Fernsehen und Online praktisch 90% der Österreicherinnen und Österreicher und sind ein sehr, sehr viel größeres Medienhaus als die meisten anderen. Das heißt, der ORF ist nach wie vor sehr wichtig. Der gerade heute erst erschienene Reuters News Report sagt auch, das Vertrauen in den ORF ist im letzten Jahr wieder gestiegen auf 74%. Ich würde mir noch mehr wünschen, aber wir sind das Medium, dem die meisten Österreicherinnen und Österreicher vertrauen. Und das ORF-Fernsehen, die TV-Nachrichten, sind die wichtigste Nachrichtenquelle in Österreich für die Durchschnittsbevölkerung. Also jetzt nicht unbedingt für die 15-Jährigen, da ist es Social Media, aber für die Bevölkerung insgesamt. Und wenn ein Unternehmen so groß ist, hat es natürlich eine große Macht. Und würde es bei uns jetzt so etwas geben, was wir mal hatten vor 20 Jahren, nämlich einen zentralen Chefredakteur oder Chefredakteurin, die bestimmen könnten, welche Themen wir berichten und über welche Themen wir nicht berichten, was fast noch wichtiger ist, dann wäre das ein ganz großes Problem. Dieses Problem haben wir jetzt seit vielen Jahren nicht mehr. Wir haben viele verschiedene voneinander autonome Redaktionen, die völlig autonom entscheiden, was sie berichten. Und das halte ich für ganz, ganz elementar. Und was schon passiert ist in dieser Auseinandersetzung gegen den damaligen zentralen Chefredakteur Werner Mück vor 15 Jahren ziemlich genau, ist, dass seither das Selbstbewusstsein der ORF-Redaktionen, glaube ich, schon stark gewachsen ist. Hat man auch gesehen, auch schon wieder 10 Jahre her, in der Auseinandersetzung um Nico Billinka damals, als es darum ging, den damaligen Leiter des SPÖ-Freundeskreises, damals, glaube ich, 23 Jahre alt, als Büroleiter des Generaldirektors zu installieren, was wir durch einen Aufstand der Redakteurinnen und Redakteure letztlich verhindert haben. Also das sind schon Ereignisse, die, glaube ich, gezeigt haben, dass die ORF-Redaktionen sich nicht gern was vorschreiben lassen. Starke, selbstbewusste Redaktionen hat es natürlich auch in Ungarn gegeben, hat es auch in Polen gegeben. Aber wenn die Machtverhältnisse sich so drehen, dann ist es sehr, sehr schwer, wenn sich die Führung dreht, dann ist es sehr, sehr schwer für Redakteure, wirklich Widerstand zu leisten. Und dieser Bruch... Also dieser Bruch von der Zeit des zentralen Chefredakteurs, ja, ist zur Vielfalt im ORF, die es jetzt gibt, ist natürlich verbunden auch mit der Ära des jetzigen Generaldirektors, der das danach einen anderen Kurs gefahren hat. Das stimmt, aber ich muss schon sagen, ich war damals erschrocken und erstaunt unter Werner Mück in den ersten Wochen, wie schnell sich da hat eine sehr selbstbewusste Redaktion von ja de facto unkündbaren Redakteurinnen und Redakteuren auch einschüchtern lassen. Und ich hoffe doch und würde mir wünschen, dass das heute so nicht mehr möglich wäre. Weil
Also jetzt ungarische Verhältnisse sind wieder was anderes. Ja? Also wenn jetzt der ORF verstaatlicht wird, ein Staatssekretär aus der Regierung ORF-Generaldirektor wird und 200 Journalisten kündigt und Journalistinnen, dann ist es was anderes. Aber das sehe ich jetzt mal nicht. Herr Dobusch, die Medienentwicklung in anderen Staaten Europas gibt eine breite Palette. Das grausliche Beispiel Ungarn, das Armin Wolf angesprochen hat, aber auch Großbritannien, wo ja die BBC unter heftigen Beschuss ist seitens der Regierung. Wo steht da Österreich und der ORF? Ja, ich würde sagen, das ist schon ein europäisches Phänomen, dass die öffentlich-rechtliche Berichterstattung zunehmend auch auf eine fundamentale Art politisiert und angegriffen wird. Und das ist in Österreich, wie erwähnt, unter der letzten türkis-blauen Regierung passiert, wo ja quasi offensiv die Abschaffung der Rundfunkbeiträge, also der GIS-Gebühr, gefordert wurde, um den ORF staatsnäher zu gestalten. Das war das No-Billag-Volksbegehren oder die No-Billag-Volksabstimmung in der Schweiz, die dann erst sehr deutlich, aber nach einer sehr intensiven Debatte über den Wert von öffentlich-rechtlichen Medien dann zugunsten eines Fortbestands der SRG ausgegangen ist. Das ist aber auch zum Beispiel in Deutschland, wo ich ja vor allem medienpolitisch aktiv bin als ZDF-Fernsehrat, dort auch einer der wichtigsten politischen Forderungspunkte der rechtspopulistischen, rechtsextremen AfD, die ja auch die Existenzberechtigung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks anzweifeln, eigentlich fundamental abstreiten und da teilweise durchaus auch hineinreichen, auch in bürgerliche Kreise. Also die FDP zum Beispiel, die ja auch eine radikale Verschlankung mit einer Halbierung der Mittel, Zusammenlegung von ARD und ZDF propagieren. Also ich würde sagen, dass man die Existenz, die grundlegende Existenz, nicht nur die Ausrichtung, sondern ob es so etwas wie ein öffentlich-rechtliches Medienangebot im digitalen Zeitalter überhaupt braucht. Ja. Ich glaube, das ist ein europäisches oder vielleicht, da kann man es beurteilen, Phänomen. Und ich glaube, da braucht es durchaus auch neue Antworten, weil einfach so früher, wo man sagen könnte, ja, es gibt das natürliche Monopol von einem begrenzten Spektrum, ja, also man kann nicht jeden und jeder kann nicht senden, wie er will, ja, deshalb braucht man so etwas wie öffentlich-rechtliche Medien. Dieser Sachzwang als Rechtfertigungsgrund, der ist weggefallen. Und das erfordert, finde ich, auch eine neue Begründung, eine neue Rechtfertigung, warum es so ein öffentlich-rechtliches Angebot im digitalen Plattformzeitalter braucht. Und ich glaube, da muss auch die, und das ist, glaube ich, auch nicht was die Öffentlich-Rechtlichen selbst sehr gut leisten können, weil da argumentieren sie immer in eigener Sache. Das ist dann doch etwas, was auch im politischen, demokratischen Diskurs hergestellt werden muss. Das ist auch eine Aufgabe von Parteien, dass sie wenn sie denn der Meinung sind, dass es so etwas braucht, sich dafür auch einsetzen und da auch glaubwürdig agieren. Das heißt nämlich auch dann eben für Strukturen einzutreten, die dann eben bewusst die eigene Kontrollmöglichkeit beschneiden. Und ich glaube, da ist zum Beispiel Österreich viel Nachholbedarf. Im Vergleich zu Deutschland sieht man es, wenn in Österreich sich die Mehrheiten im Nationalrat ändern, dann ändert sich fast automatisch immer die Mehrheit im Stiftungsrat. Das ist in Deutschland zum Beispiel besser, zumindest im ZDF, dass er das einzig nationale Fernseh- oder öffentlich-rechtliche Angebot neben dem Hörfunkangebot ist. Dort ist es so, wenn da Bundestagswahlen die Mehrheiten sich ändern, ändert sich überhaupt nichts im ZDF-Fernsehrat, weil das viel stärker föderaler ist und weil seit einem Urteil des Deutschen Bundesverfassungsgerichts 2014 auch staatsferner aufgestellt ist. Und im Stiftungsrat des ORF nach den letzten Wahlen sind ja die Mehrheitsverhältnisse so, dass es eine absolute Mehrheit der türkisen ÖVP gibt. Und das gibt natürlich der Diskussion um die Wahl des Generaldirektors ein ganz besonderes Element. Barbara, dort ist es nicht jetzt in der Realität so, aufgrund der beschriebenen Situation in Europa und der Mehrheitsverhältnisse auch im Stiftungsrat, dass ein anderer Generaldirektor als der Alexander Vrabec, eine Abwahl des Alexander Vrabec, als Signal verstanden würde oder werden müsste. Die türkise Regierungspartei setzt da einen Generaldirektor ab, der als roter politisch verankert ist. Ich glaube, es gibt ein gewisses Momentum und das ist auch gut so. Also das eine ist eben diese Machtverhältnisse, die du gerade angesprochen hast. Mir hat ein wichtiger ÖVP-Medienstratege schon quasi bei der Wahl, also kurz nach der Wahl 2019 erzählt, eigentlich diese ständige Kritik, dass die ÖVP mit der Message Control so dominant ist, da würde ihnen ja eigentlich im ORF
quasi dieses Modell Kreisky-Bacher eh ganz gut gefallen. Also quasi historisch die Analogie, damals Kreisky, sehr mächtiger SPÖ-Kanzler und im ORF mit Gerd Bacher ein konservativer Generalintendant, quasi so als Ausgleich. Also übersetzt für die heutige Zeit, man hat sich offenbar im Umfeld von Kurz eine Zeit lang auch gedacht, naja, wenn es quasi den starken Kurz im Kanzleramt gibt, dann schaut es auch nach außen hin ganz gut aus, wenn ein eher SPÖ-naher Rabetz Generaldirektor des ORF ist. Das zweite Momentum, das jetzt noch dazu kommt, ist, glaube ich, die Debatte, die wir haben rund um die Chats und die Besetzung der Staatsholding, also der ÖBAG. Es schauen jetzt einfach schon alle sehr, sehr genau hin, was im ORF passiert und wie dort die Generaldirektorenwahl ablaufen wird, weil wir eben noch sehr vor Augen haben, wie es mit Thomas Schmidt und wie es bei der ÖBAG gelaufen ist und wie da ein Aufsichtsrat quasi instrumentalisieren hat lassen. Insofern sind das, glaube ich, also ist das jetzt auch ein Momentum, das für den ORF spannend und vielleicht sogar gut ist. Wobei, ob dann am Ende es unbedingt ein Herr Wrabetz sein muss, der daraus entsteht oder vielleicht jemand andere, das sei dahingestellt. Aber ich glaube, wichtig ist zu spüren oder wichtig ist das Bewusstsein, dass wenn es jetzt quasi ein türkiser, also quasi ein Thomas Schmidt würde, ja, ein türkiser Sekretär, ein türkiser Handlanger, das geht sich jetzt nicht mehr aus. Und der Alexander Wrabetz ist ja eines sicher nicht, er ist nicht Teil der Familie, also so wie in den Chats es immer heißt, es muss irgendjemand aus der Familie an wichtige Positionen kommen. Insofern wäre das schon ein Signal, wenn er sagt, er will das, er sagt, er kandidiert, wenn das nicht passieren würde. Armin Wolf, wie könnte Alexander Wrabetz wiedergewählt werden oder wie könnte jemand anderer gewählt werden? Was sind da realpolitisch die Verhältnisse im Stiftungsrat? Gut, also muss ich mal zum einen sagen, was Herr Dobusch angesprochen hat, dass sich in Österreich die Mehrheitsverhältnisse im Stiftungsrat mit jeder Nationalratswahl ändern, ist natürlich ein Drama, dass man von jedem Stiftungsrat oder fast von jedem Stiftungsrat und Rätin weiß, wie sie abstimmen werden, nämlich mit ihrem Freundeskreis. Ist natürlich auch ein Drama, dass diese Freundeskreise ausschließlich nach Parteien, nach politischen organisiert sind, ist auch ein Drama. Und dass es in Österreich kein Verfassungsgerichtsurteil gibt, was die Staatsferne des ORF betrifft, ist auch ein Drama. Arbeite ich schon sehr, sehr lange im ORF, nämlich seit 36 Jahren, davon jetzt die letzten 15 Jahre unter einem Generaldirektor Alexander Wrabetz. Was man dem Alexander Wrabetz, glaube ich, sehr zugutehalten muss, ist, dass er sich in die Berichterstattung nicht einmischt, dass die Berichterstattung und die Redaktionen tatsächlich sehr, sehr frei arbeiten, seit 15 Jahren. Aber ich bin jetzt auch nicht der Pressesprecher von Alexander Wrabetz. Also, dass er unter den unterschiedlichsten Mehrheiten bis jetzt gewählt wurde und dass ich auch jetzt keine hohen Beträge gegen seine Wiederwahl wetten würde, auch keine hohen für seine Wiederwahl, weil es, glaube ich, wirklich total offen ist, hat schon damit zu tun, dass er etwas kann, was er ja selber auch schon mal gesagt hat auf einer Pressekonferenz, nämlich Mehrheiten organisieren. Und Mehrheiten organisiert er natürlich, indem er auch nicht nur Manager, sondern auch Politiker ist und schon auch bereit ist, viele politische Deals einzugehen. Also, was man aber möglicherweise muss an der Spitze eines öffentlichen Fernsehens. Ja, weiß ich nicht. Also keine Realität. Ahnung. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum im ORF nach einer Nationalratswahl der Chefredakteur der Zeit im Bild wechseln muss. Weiß ich nicht. Also kann natürlich ein reiner Zufall sein, kann natürlich irgendwas mit dessen Performance zu tun haben. War aber, glaube ich, nicht so, sondern hatte, glaube ich, nur mit dem Wahlergebnis zu tun. Und ich würde mir wünschen, dass das nicht so wäre. Da würde ich mir auch wünschen, dass ein ORF-Generaldirektor mal Nein sagt. Aber natürlich ist das ein wahnsinnig, wahnsinnig schwieriger Job, weil wir brauchen zum Beispiel ganz, ganz dringend ein neues ORF-Gesetz für unsere digitalen Möglichkeiten. Die sind wirklich quasi aus dem letzten Jahrhundert. Und dafür braucht der ORF natürlich wiederum die Zustimmung der Politik. Also das ist ein wahnsinnig komplizierter Job, den ich um nichts in der Welt haben wollen würde und können würde. Aber ich bin ja dort als Journalist angestellt und nicht als Lobbyist oder als Manager. Und da würde ich mir schon manchmal wünschen, dass bloß weil Politiker auf die Idee kommen, dass ihnen ein Chefredakteur nicht mehr gefällt, dass dann ein Generaldirektor vielleicht auch gelegentlich sagt, ja, mir gefällt er aber schon.
Und das wäre ja vielleicht eine Botschaft auch an den Bundeskanzler. Er könnte ja Großzügigkeit zeigen. Also sozusagen sagen, es gibt heftige Diskussionen, es gibt einen Verdacht, schleichende Urbanisierung. Hier habt ihr den Beweis, das passiert nicht, das will ich nicht. Es kommt jemand wieder zum Zug, der das in den letzten Jahren ganz gut gemacht hat. Also ich glaube, es geht groß unter Druck gesetzt. Die Botschaft an den Bundeskanzler wäre viel knapper und klarer. Es geht ihm eigentlich überhaupt nichts an, wer im ORF-Generaldirektor ist. Der Bundeskanzler ist dafür nicht zuständig. Ja, aber er spricht wahrscheinlich mit seinem Freundeskreis. Jetzt, ja, ich fürchte, ja. Das ist ja das Problem. Das ist die Realität. Jetzt vergleichen wir mal mit der Realität in Deutschland. Herr Dobusch, Sie sind im vergleichbaren Organ des ZDF. Dort gibt es jetzt auch Intendantenwahlen dieser Tage. Wie läuft das dort ab? Also zunächst muss ich sagen, es ist nicht genau dasselbe. Der Fernsehrat hat 60 Mitglieder und ist eine Mischung aus Stiftungsrat und Publikumsrat im ORF, weil wir eigentlich auch, so wie der Publikumsrat, Anwalt, Anwältin des Zuschauers, der Zuschauerin sein sollen. Gleichzeitig wählen wir aber wirklich den Intendanten, so wie der Stiftungsrat den Generaldirektor wählt oder die Generaldirektorin im ORF. Das heißt, insofern ist es ähnlich auch im ZDF, dass es da auch Freundeskreise gibt, wo solche Entscheidungen vorberaten werden. Das ist übrigens Rundfunkparlamenten ganz allgemein im deutschsprachigen Raum offensichtlich üblich, also auch in allen ARD-Anstalten, die ja alle wiederum Rundfunkräte haben, gibt es auch Freundeskreise. Dort gibt es rote, schwarze und graue Freundeskreise. Im Grau sind dann Leute, die eher so aus Kirchen, Gewerkschaften, sozialen Verbänden stammen, wobei man auch da wieder nicht zu naiv sein sollte. Das bedeutet nicht, dass das dann völlig entpolitisiert ist. Dann gibt es wieder rote, graue und schwarze, graue und dann wird da quasi dann versucht, sich zu einigen. Im ZDF gibt es nur rote und schwarze Freundeskreise. Sie sind benannt nach den Vorsitzenden. Sie kennen das wahrscheinlich alle aus ihren Freundeskreisen, wo sie da zuerst mal in geheimer Wahl einen Vorstand wählen. Und diesen, ich bin da recht offen damit, weil ich mir auch sage, ich bin ja für das Internet im ZDF-Fernsehrat. Das steht da wirklich so im Gesetz. Da sind für 16 Bereiche Menschen reinnominiert. Das ist zum Beispiel für Minderheiten und für LGBTQ-Personen und eben auch einer für das Internet vom Land Berlin. Aber jetzt meldet sich da auch, gibt es da auch die Diskussion, was sagt jetzt die CDU-CSU-Führung oder die SPD-Führung oder die Grüne-Führung, wer nächster Intendant werden soll? Naja, also ich würde sagen, es ist subtiler. Ja? Aber es sind natürlich ein Drittel, ist im ZDF zum Beispiel auch Staatsbank, heißt das dort. Das heißt, das sind sogar echt Politiker, während man ja quasi, und Politikerinnen, also während man den ORF scheinentpolitisiert hat, ja, ist das in den Rundfunkräten und im Fernsehrat so, da gibt es echte Politiker. Also zum Beispiel die wichtigste Rundfunkpolitikerin in Deutschland, Heike Raab, ist Staatssekretärin in Rheinland-Pfalz. Die ist Mitglied im ZDF-Fernsehrat. Die wählt da mit als eine von 60. Ja. Und natürlich wird da versucht, auch Kandidatinnen und Kandidaten zu forcieren. Ja, und jetzt haben wir gerade die Diskussion, es gibt zwei Kandidaten, die offiziell kandidiert haben. Unsere Wahl im ZDF-Fernsehrat findet nächste Woche statt. So Anfang Juli? Ja. Ja, genau. Am 2. Juli wird der bisherige Programmdirektor des ZDF, Norbert Himmler, antreten. Er gilt, und das ist auch wieder fast ein bisschen ungerecht, als Kandidat des schwarzen Freundeskreises. Ja. Es wird gegen ihn antreten Tina Hassel, die kennt man vielleicht aus dem Fernsehen als Leiterin des ARD-Hauptstadtstudios. Sie gilt als Kandidatin des roten Freundeskreises. Und da weiß man nicht, wer die Mehrheit hat? Kann ja, es sein? Ist so. Man kann das durchzählen und versuchen zuzuordnen. Das ist wirklich derzeit ungefähr 30 zu 30, 32 zu 28. Man braucht aber eine Dreifünftelmehrheit. Also es reicht keine einfache Mehrheit. Und das heißt, und es ist so, dass seit dem ZDF-Urteil zum ersten Mal so ein Intendant gewählt wird. Also das heißt, zum ersten Mal in einem Fernsehrat, wo zwei Drittel nicht klar einer Staatsbank zuzuordnen sind, der Mitglieder. Und ich würde sagen, es sind da inzwischen schon eine kritische Masse an Personen, die, würde ich sagen, so wie ich, eher so als freie Radikale zählen, wo nicht völlig klar ist, wen sie wählen. Und wissen Sie schon, wen Sie wählen? Wenn ich ganz ehrlich bin, weiß ich es noch nicht. Es gibt auch noch eine Vorstellung am Tag vor dem Fernsehrat. Es wird dann auch noch eine Vorstellung im Fernsehrat geben. Für mich persönlich am relevantesten ist eigentlich auch, wie auf die digitalen Herausforderungen reagiert wird, weil ich glaube, die Öffentlich-Rechtlichen sind jetzt auch in der Corona-Krise noch sehr stark, auch reichweitenstark.
Ich glaube aber, das ist trügerisch, wenn man sich darauf ausruhen würde. Ich glaube, man muss jetzt die Weichen stellen, um in 10, 15 Jahren noch relevant zu bleiben, auch was Reichweite betrifft, was digitale Angebote betrifft. Der ZDF, das ZDF, die ARD können da viel mehr machen, weil sie gesetzlich dazu in Stand gesetzt wurden, letztens 2019. Und ich finde, das geht mir. Der ORF ist nicht in der Situation. Genau, und das ist das, um das vielleicht zurück an den ORF zu binden. Das ist das, was mir in der ORF-Debatte eigentlich zu kurz kommt. Da wird total viel über Personen diskutiert. Aber es wird überhaupt, finde ich, viel zu wenig darüber gesprochen, welche Vorstellungen haben die einerseits, um die vorhandenen Spielräume für neue digitale Angebote des ORF auszunutzen. Da muss ich sagen, habe ich auch von Kollegen Wrabetz, ich habe das Konzept, das er vorgelegt hat, das wird es ja wahrscheinlich geben, wenn es die offizielle Bewerbung gibt, das gehe ich mal davon aus. Barbara, diese Kontrollfunktion im Sinn der westlichen journalistischen Tradition, nicht Transmissionsriemen der Macht zu sein, sondern Kontrolle der Macht zu sein. Ist das etwas, was sich in Österreich inzwischen etabliert hat, oder ist diese autoritäre Tradition, eigentlich müssen Medien transportieren, was die Instrumente der Macht sein, ist das nicht nach wie vor so stark, dass man nie sicher sein kann, wie sich das politisch der Wind wendet? Ich glaube, es hält sich die Waage. Also es gibt eine starke, quasi angloamerikanische Journalisten als Kontrolleure der Macht, als vierte Gewalt im Staat, Tradition, die ist, finde ich, auch nachvollziehbarerweise eher im magazinösen Bereich, im Wochenjournalismus verankert, weil das ja auch zeit- und ressourcenaufwendig ist. Es hat sich, finde ich, auch sehr, sehr gut im ORF zuletzt etabliert mit Ulla Kramer-Schmidt, angedockt auch an der ZIP2 und am Report, also dieses Investigativteam, auch Martin Thür und ein paar andere Kollegen. Was ich extrem wichtig finde, dass quasi im Öffentlich-Rechtlichen auch diese Tradition des investigativen Journalismus jetzt hochgehalten wird, auch in der Form des Netzwerkes, dass man mit anderen Medienpartnern quasi an großen Themen arbeitet. Also ich bin da nicht so pessimistisch. Also es gibt, glaube ich, beide Traditionen nach wie vor in Österreich, aber ich finde, im Vergleich hat sich quasi das Kontrollselbstverständnis in den letzten Jahren wurde gestärkt und ist auch ausgebaut worden. Armin Wolf, die größte Herausforderung des ORF der nächsten Zeit, das ist angesprochen worden von Leonard Dobusch, in der digitalen Welt sich zu bewegen. Wie ist da der ORF aufgestellt und wie schaut diese Herausforderung konkret aus mit der Tradition, die es gibt im ORF, aber auf der anderen Seite der Realität, die inzwischen eine ganz andere ist? Wir sind da erstaunlicherweise momentan noch gar nicht so schlecht aufgestellt, aber wirklich erstaunlicherweise angesichts der Rahmenbedingungen. Wie gesagt, wir dürfen gesetzlich ganz viel nicht. Wir dürfen kein Stück Video ins Internet stellen, das wir nicht im linearen Fernsehen irgendwie auch senden. Also Online First, etwas, was sich bei anderen Medien schon vor 10 Jahren durchgesetzt hat, das dürfen wir gar nicht gesetzlich. Völlig absurd. Wir haben noch vor wenigen Jahren darüber debattiert, ob wir uns aus Social Media zurückziehen sollen. Ein völlig absurder Gedanke, finde ich, im 21. Jahrhundert. Mittlerweile machen wir das ja Gott sei Dank nicht mehr. Ich bin in der Zeit in Bildredaktion für die Social Media Kanäle verantwortlich. Wir haben auf Facebook und auf Instagram mittlerweile 700.000 bis 800.000 Abonnentinnen und Abonnenten jeweils. Wir beginnen jetzt mit einem TikTok-Channel. Also wir machen da angesichts dessen, wie die gesetzlichen Rahmenbedingungen sind und auch die Ressourcenbedingungen sind, eh erstaunlich viel. ORF.at ist seit 25 Jahren das stärkste journalistische Netzangebot in Österreich. Gelingt, glaube ich, außer der BBC keinem anderen Öffentlich-Rechtlichen auf der Welt. Also wir sind da grundsätzlich vom Mindset her, glaube ich, nicht so schlecht aufgestellt. Wir sind natürlich als Betrieb überaltert, weil wir seit 15 Jahren sparen und viel zu wenig junge Leute aufnehmen konnten in den letzten Jahren. Aber die wir geholt haben, sind wunderbar. Also der Leiter unseres Social Media Teams in der ZIP ist gerade 30, ist mit 24 zu uns gekommen. Er macht einen fantastischen Job mit seiner ganz, ganz kleinen Mannschaft. Aber wir brauchen da vor allem gesetzliche Änderungen ganz, ganz dringend. Und es ist völlig absurd, dass wir viel mehr darüber diskutieren, wen denn die Türkisen jetzt als Kandidaten oder Kandidatin finden für die Generaldirektion, als wann endlich das ORF-Gesetz diesbezüglich geändert wird. Wäre 100-mal wichtiger.
Fake News und Fakten zu unterscheiden. Das ist die große Überschrift in der Berichterstattung und in der Herausforderung an die Medien. Das hat sich, ist ein bisschen mehr in den Hintergrund getreten, seitdem es Türkis Blau nicht mehr gibt. Jetzt gibt es einen neuen Parteichef der FPÖ, den Herrn Kickl, der sozusagen mit Fake News massivst präsent ist. Und die FPÖ hat es immer wieder geschafft, die Öffentlichkeit schon auch zu beeinflussen, eine bestimmte Richtung zu drehen. Ist die Vermutung, dass mit dieser offensiveren, aggressiveren Haltung der FPÖ auch wieder die Frage, was ist eigentlich Fake und was ist wirklich Tatsache, stärker in den Vordergrund rücken wird, Armin? Weiß ich jetzt nicht. Die Rolle des Herrn Kickl hängt primär, oder die Bedeutung des Herrn Kickl für den ORF hängt primär davon ab, ob er in der Opposition oder in der Regierung ist. Also die FPÖ war in der Regierung eine wirkliche Bedrohung für den ORF, weil sie das ORF-Gesetz mitschreiben konnte. Dass der Herr Kickl den ORF nicht mag, hat man, glaube ich, bei seinem letzten Besuch bei Martin Thür am Sonntag im Studio gesehen. Übrigens sein erster Besuch nach, glaube ich, 54 Absagen für Studio-Interviews. Die Fake-News-Debatte beschäftigt uns halt insgesamt sehr groß. Ist doch die Pandemie natürlich in die Größe geworden. Wie gehen wir mit dem um? Helfen Faktenchecks? Was kann man denn mit Menschen überhaupt beeinflussen? Aber ich würde da total unterstreichen, was Barbara Todt vorher gesagt hat. Ich glaube ja, dass österreichische Medien da in den letzten Jahren insgesamt und der ORF auch viel professioneller geworden sind, viel angelsächsischer auch geworden sind, viel weniger mitteleuropäisch autoritäres Medienverständnis hat. Also wir haben uns alle, die gesamte österreichische Medienlandschaft, ganz, ganz stark professionalisiert in den letzten Jahren und das trotz des enormen Spardrucks in den Redaktionen. Also ich glaube, dass es insgesamt eher deutlich besser geworden ist, wie es in den Redaktionen ausschaut, nämlich vom professionellen Selbstverständnis und von der Arbeit her, nicht was die Ressourcen betrifft. Da würde ich gerne einhaken, weil ein wichtiger Punkt bei dieser ganzen Debatte der Fake News und Desinformation scheint mir schon auch, und da ist wirklich dieses ORF-Gesetz oder das fehlende ORF-Gesetz schon entscheidend, weil einer der wesentlichsten Probleme, die wir schon haben, ist, Fake News poppen immer wieder auf, ja, die sind nicht tot zu kriegen, das ist ganz normal, aber wir haben Depublizierungsfristen im ORF, die skandalös sind, selbst für Informationsinhalte. Ja, also selbst wenn die ein Jahr online sein dürfen, dann wissen wir doch, dass genau eigentlich das Archiv erst ab 5, 6 Jahren interessant wird. Und da geht es aber nicht um irgendwelche Wettbewerbsproblematiken, sondern das ist einfach ein herbeilobiertes, falsches Verständnis von der Bedeutung von öffentlich-rechtlichen Archiven für eine demokratische Öffentlichkeit. Und solange man quasi den öffentlich-rechtlichen nicht erlaubt, auch hier nachhaltig mit Inhalten dauerhaft online den Fake News etwas entgegensetzen zu können, ja, dann vergibt man sich eigentlich der größten Chance, hier was entgegenzusetzen. Ich glaube, einen einzigen Punkt, den ich hier noch ansprechen müsste, wo ich sagen würde, da würde ich mir, egal wer ORF-Chef ist, jetzt schon mehr wünschen, ist, dass man zum Beispiel stärker versucht, Inhalte auf eine Art und Weise zu veröffentlichen, das auch jetzt mit dem ORF-Gesetz möglich ist, sodass die dauerhaft online bleiben können unter einer freien Lizenz, dann zwar nicht selbst vom ORF gehostet, aber zum Beispiel in einer gemeinnützigen Plattform wie der Wikipedia. Und dann dort zumindest, und das wissen wir erstaunlicherweise, ist gerade die Wikipedia besonders robust gegenüber Desinformationen, aber gleichzeitig gibt es dort kaum Bewegtbild. Ja, und das wäre eigentlich ideal für den ORF, wenn man hier stärker in diese Richtung gehen würde. Und das wäre auch möglich, ohne das Gesetz zu ändern. Aber mittel- bis fristig braucht es einfach hier mehr Erlaubnis für öffentlich-rechtliche Angebote im Netz, dem entgegentreten zu können. Barbara Todt, ganz so recht. Der Armin ist begeistert. Viele sind begeistert. Barbara, wie realistisch ist es, dass es demnächst eine Diskussion um ein ORF-Gesetz gibt unter den Bedingungen der Koalition und dem Reformbedarf, der da offensichtlich vorhanden ist, aber auch der Scheu der Türkisen, das anzugehen? Ja, also ich glaube, realistisch ist es nach dem 10. August, wenn wir dann wissen, wer Generaldirektorin oder Generaldirektor des neuen ORF ist. Und ich glaube, das wird auch, hoffe ich, die zentrale Frage sein, wenn es um die Wahl dieser Funktion geht und auch die Nagelprobe für den oder die neue Generaldirektorin. Also dieses Gesetz muss kommen, das ist eh schon jetzt mehrfach gesagt worden, es ist überlebensnotwendig für den ORF,
insbesondere wenn es um Desinformation und auch Fake News geht, denen man einfach online entgegenhalten muss. Und vielleicht kurz als Ergänzung noch dazu, da macht mir Herr Kickl weniger Sorgen, als die Tendenz, alternative Fakten von Regierungsseite zu propagieren, Stichwort Andreas Hanger. Also ich glaube, das wird für die Zukunft die noch größere Herausforderung, weil sich eben alternative Fakten und Regierungsmacht, wenn die sich quasi zusammenmischen, dann ist öffentlich-rechtlicher investigativer Journalismus tatsächlich gefordert. Umso wichtiger ist die journalistische Selbstständigkeit des ORF, das journalistische Selbstbewusstsein und auch die Möglichkeit, dieses Selbstbewusstsein in konkreten Journalismus umzusetzen. Das war eine Sendung über die Medien und die Demokratie in Österreich. Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen, die mitgemacht haben. Bei allen, die zusehen und zuhören, bedanke ich mich für Ihr Interesse. Ein Abonnement des Falter darf ich ebenfalls ans Herz legen. Sie können ein Abo im Internet bestellen über die Adresse abo.falter.at. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.